Hallo und herzlich willkommen zu Blau-Gelb TV. Wir befinden uns, wie Sie vielleicht sehen können, heute vor dem Walder Stadion in Solingen. Wir berichten heute über die FUBA Netliga. Bei mir sind jetzt die Organisatoren und Trainer des heutigen Spieltags der Lebenshilfe Solingen. Herr Philipp Schöneborn und Lothar Himmel. Herr Schöneborn, erzählen Sie mir was über da und allen, die das heutige Turnier noch gar nicht kennen, etwas über dieses Turnier. Jo, also wir spielen hier in der FUBA-Netliga, das heißt Fußball unter besonderen Aspekten. Das ist eine Liga, die gegründet wurde vor einigen Jahren, um auch ja, Spielern mit Handicap die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen. Das heißt aus Behindertenwerkstätten oder? Genau, aus Behindertenwerkstätten der näheren Umgebung, Oberhausen, Köln, Via Solinger, also alles in der näheren Umgebung. Essen, Mülheim, richtig. Wie läuft das Turnier bei Ihnen? Momentan sind wir sehr souverän im Mittelfeld. Wir haben 3 Unentschieden rausgeholt, 1 Sieg und 1 Niederlage. Wie ist die Stimmung bei allen Mannschaften? Eher gut oder eher nicht so berauschend? Also die Stimmung ist in der Liga generell eigentlich immer sehr gut. Wir verstehen uns untereinander eigentlich immer alle sehr gut und ist ein durchweg positives Klima. Danke sehr. Bitte. Und nun die Teilnehmer der Liga. Während wir der Lebenshilfe Solingen beim Spiel gegen Borussia Hohenlind zuschauen. Hier sind sie. Fliedener Werkstätten Mülheim, e.V. Stiftung Hefata Essen 1, Borussia Hohenlind Köln 1, Borussia Hohenlind Köln 2, Caritas Oberhausen, Friend Trooper Kickers und natürlich die Lebenshilfe Solingen. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Beitrag gefallen. Dann besuchen Sie uns im Internet auf www.blaugelbtv.de oder auf facebook.com/blaugelbtv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.